Ja, moin Leute, es geht weiter. Ich kann mir den Titel nicht merken. Police Tactics Imperio. Also, Einführungshinweis. Sie erleben gerade ein neues Ergebnis eines Verbrechens nach Abschluss der Ermittlungsarbeit. Die Verbrecher sind drauf und dran, mit einem Fahrzeug aus dem Gebiet zu fliehen. Sie können sie aufhalten, indem sie Identitätsprüfungen an Fahrzeugen durchführen oder Straßensperren errichten. Straßensperren können sie mit geeigneten Fahrzeugen mit der linken Maustaste auf das Straßensperrensymbol klicken und abschließend die Straßensperre in der Nähe des Fahrzeugs platzieren. Achten Sie darauf, dass die Straßensperren nicht an Kreuzungen errichten können. Klicken Sie auf Weiter. Gut. So, ich möchte aber erstmal hier aus persönlichen Gründen die Perez jetzt mal hochgelevelt bekommen. Nähern uns dem Verdächtigen. In Bereitschaft. Ich lasse sie dann nur mal hinlaufen. Wobei, die ist ja viel besser hier aufgehoben, ne? In Bewegung. Benötige dringend Verstärkung. So, hier, da kümmert sich ja die Streife drum. Klappt das? Verdächtiger verhaftet. Gut aus. So, und sie ist aufgelevelt und jetzt haben wir sie hier richtig. Bereit. In Bewegung. Und jetzt haben wir hier auch die nächste Story-Mission verfügbar. So, das heißt, sie kann jetzt eigentlich dann mal zum Präsidium zurück. Oh. Was ist das hier für ein Bereich? Das ist der Bereich, wo wir hier eine Straßensperre aufstellen müssen. So, 1,62 Karat. Wir haben einen 211. Ein Juweliergeschäft wird gerade überfallen. Schnappen Sie sich die Räuber, bevor sie entkommen können. Ein Raubüberfall ist im Gange. Gut. In Bereitschaft. So, hier müssen wir hin. Ist ja schon ein bisschen eng, ne? Unterwegs zum Tatort. Sollen wir den Großen auch schicken? Zu Diensten. Verdächtige Person wurde gemeldet. Im Stadtzentrum. Also, wir gucken uns das mal an. Am helllichten Tag. Die Innenstadt geht wirklich vor die Hunde. Es ist das erste Mal dieses Jahr, dass so ein Verbrechen mitten am Tag, um 21.40 Uhr, in der Innenstadt begangen wurde. Scheint so, als wären alle Verbrecher aufgeschreckt, als Reese von der Kugel getroffen wurde. So, die haben gewartet, damit wir hier von beiden Seiten. Keine Chance, würde ich sagen. Verstanden, sind unterwegs. Bereit. So, und was ist hiermit? In Bewegung. Da, wenn wir hier schon mal mit 8 Mann sind. Obwohl die drei Verdächtigen entkommen sind, konnten sie zwei von ihnen identifizieren. Wir sollten sie bald verhaften können. Wie kann ich helfen? Verstanden, sind unterwegs. So, einer ist im Auto sitzen geblieben. Herzlichen Glückwunsch. So, nehmen wir einen Großen hier rein. Nehme das Fahrzeug. Zu Diensten. Nehme das Fahrzeug. Wie kann ich helfen? Nehme das Fahrzeug. So. Wie kann ich helfen? Was soll das denn hier? In Bewegung. Irgendwie ist das ist doch nicht fertig geworden hier, wa? In Bewegung. Verstanden, sind unterwegs. Irgendwie will der nicht. Zu Diensten. Was ist eigentlich mit Straßensperre? Sollen wir die mal machen? Straßensperre wird errichtet. Haben wir da was von? Wenn ja, was? Wie kann ich helfen? In Bewegung! In Bewegung! In Bewegung! Ja, und das will irgendwie nicht so, ne? Zu Diensten! Zu Diensten! Zu Diensten! Verstanden, sind unterwegs! Verstanden, sind unterwegs! Check ich nicht. Nehme das Fahrzeug! Ja? So, dann geht mal wieder auf eure Route. Ja? Ich guck gerade mal.
Beschäftigen Sie mindestens zwei Kriminalwachtmeister. So, die gehen auch auf die Route. Und wir machen jetzt eben nochmal eine dritte Staffel. Damit wir alle Bereiche abgedeckt haben. Ja? Ja? Unterwegs zum Revier. Zu Diensten. Unterwegs zum Revier. So. Ja? Denn wir haben ja ganz gut Geld. Ich gucke gerade mal aufs Budget, wobei gleich öffnet sich ja die Tafel. Dann gucken wir mal, wie der Tag so verlaufen ist. Wir sind zutiefst beeindruckt. 82%, es steigt. 1600 Einnahmen. So, ich hätte ganz gerne nochmal ein drittes Auto. Ein Smart. Schneller. Mittlerer. Das ist auch lustig. Nehmen wir unseren kleinen Polizeismart. So, und dann stellen wir nochmal zwei ein. So, gucken wir gerade mal. Jacob Williams. Was ist das für einer? Wir brauchen ja hiervon einen. Perry. Das sind hier die hier. Ich kenne auch alle nicht vom Namen her. Aber wir wollen die erstmal so, dass sie dann wirklich das dann sind. Hier hätten wir vielleicht eher das nehmen sollen, ne? Naja, wir brauchen nochmal zwei weitere. Charlotte Peterson und Alice Collins. Ach, Moment, ach, Entschuldigung. Jetzt habe ich eine doofe eingestellt, ne? Ethan Robinson. So, ein Raum hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Um die Kapazität der Grundräume zu erweitern, können Sie diese aufrüsten. Das erledigen Sie im Baumenü, das Sie unten links auf dem Bildschirm finden. Öffnen Sie das Baumenü. Ermittlungsbüro. Zack. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Müssen wir machen. So, mehr Platz für neue Mitarbeiter. 12 insgesamt. Sehr schön. So. Charlotte Peterson. Ich guck gerade mal, ist sie das? Ist das eine der neuen? Nee. Das war der Fehleinkauf, ne? Die wir auch gar nicht wollten. Verdächtige sind auf der Flucht. Wir müssen den Fall zu den Akten legen. Bereit. Ich krieg immer nur die Charlotte Peterson. So. Bereit. Ach, Entschuldigung. So, er geht jetzt mal hier mit rein. Verstanden, sind unterwegs. Kann der denn nicht einsteigen? Ach. Hä? Wir müssen mal das andere Fahrzeug holen. Nicht das. Bereit. Sondern das hier. Zu Diensten. Verdächtige Person wurde gemeldet. Im Stadtzentrum. Na gut. Kümmern wir uns eben mal kurz hier um Räuber und Verbrecher. Autoschieber, Räuber und Verbrecher. Bereit. Nötige dringend Verstärkung. Und dann kümmern wir uns um das Personal. Verdächt Fall gelöst. Sehr gut. So, was haben wir hier oben? Müssen wir wohl auch nochmal ran. Tatort untersuchen. Gut. Schicken wir da mal jemanden hin. Wie kann ich helfen? Ermittler sind unterwegs. Zu Diensten. Ist das das Große? Das ist das Große. Wie kann ich helfen? Zurück zum Hauptquartier. So. Dann mal hier rüber. Ja. Bitte.
Messerstecherei gemeldet. Im Stadtzentrum. Verdächtige sind auf der Flucht. So. Dann mal bitte aussteigen und dann mischen wir die mal. Fall gelöst. Aussteigen. Ach, sind die schon? Hä? Wo? Bin ich bescheuert? Warum? Wo sind die? Ja. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Bereit. Tatort ist gesichert. Ich weiß auch nicht. Starte die Ermittlungen. So, dann machen die jetzt hier. Dann machen die jetzt die Route. Jacob. Ach so, die sind schon reingegangen. Nehme das Fahrzeug. Nehme das Fahrzeug. Ja, schlauer wäre es gewesen, wenn wir hier wirklich die aufgeteilt hätten, ne? Ja. Auf dem Weg. So, kommt nochmal hierher. Verstanden, sind unterwegs. Und dann aussteigen. Ja. Und dann mischen wir zwei gute mit zwei schlechten. Zu Diensten. Zu Diensten. Damit das so ein bisschen ausgewogen ist. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Wie kann ich helfen? Oh, hallo. Bist du bescheuert, ja, oder was? Auf dem Weg. In Bereitschaft. Das so. Ja. Ach, sie kann da auch gar nicht rein, ne? Scheiße. Bereit. Sie ist zu doof. Bereit. Bereit. Verstanden, sind unterwegs. Wie kann ach, ich ist das doof. Zu Diensten. Zu Diensten. Verdächtige Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. Bereit. Der kann. Wieso können die denn da nicht rein? Was ist denn. Was ist denn. Läuft denn hier schief? Nee. Nee. Ich möchte hier den Typen. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Ach, man muss auf das kleine Symbol klicken. In Bereitschaft. Ach mein Gott, ist ja bescheuert. Ja? Nehme das Fahrzeug. Nehme das Fahrzeug. So, wo auch immer die hinwollen, bereit. Dann machen die hier jetzt das hier. So. Ach so. Was ist hiermit los? Wo sind jetzt die anderen? Ist ja klasse, ne? Bereit. So, kümmert euch mal hier drum. Unterwegs zum Tatort. Das könnte schief gehen. Müssen wir mal gucken. Ach so, dann greifen die gar nicht ein. Ja. Bereit. In Bereitschaft. In Bereitschaft. Na gut. Ermittler sind unterwegs. Ach so, nee, falsch. Hier müssen wir hin. Unterwegs zum Tatort. Herrje, herrje, herrje. Was ein Durcheinander. Verdächtige versuchen zu entkommen. Ja. So, wir können uns jetzt schon mal nochmal die letzte, weil das hier geht ja gar nicht, ne, was hier abgeht. So, da brauchen wir nochmal definitiv nochmal eine dritte Route. Dis 1, 2. So, und dann wieder hier so rum. Und dann müsste das eigentlich klar gehen. Ich hoffe hier, dass wir da keinen brauchen. Verdächtige Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. Gut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo haben wir hier unsere Einheiten. Wie kann ich helfen? Zu Diensten. Ja? Die Spurensicherung hat ihre Ermittlungen erfolgreich beendet. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Die brauchen wir hier. Ja. Verdächtige sind auf der Flucht.
So, und dann die, für die Befragung nehmen wir hier Harriet Morgan. Verdächtige versuchen zu entkommen. Verstanden. Klar. Verstanden. Ja. Verfall gelöst. Stellen. So. Und wo ist das dritte Auto? Bereit. Die sind auf einer Route. Ja, in Bereitschaft. Sieht so aus, ne? Zu Diensten. So, aber irgendwo müsste einer noch rumstehen. Da haben wir sie auch. Zu Diensten. So, und jetzt haben wir alle drei Routen, alle Bereiche mal abgedeckt. Was für ein Hin und Her. Okay. Hier sind jetzt Befragungen. Da ist sie auch schon angekommen. Wieso blinken die? Ich hoffe nicht, weil sie es eilig haben. 76%. Das ist gerade am Steigen, hoffentlich. 76. 73. Ja, da müssen wir mal jemanden gleich hinschicken. In Bereitschaft. Unterwegs zum Tatort. So. Und hier, wenn denn hier die Route, wenn da mal jemand denn lang fährt. Wie kann ich helfen? Da fährt der hier lang, dann ist ja alles gut. Warum fährt der jetzt gerade nicht? Aha. Hände hoch, sofort. So, wir wollen jetzt hier rüber. Sehr gut, dann wieder ab ins Auto. Wenn man das Auto nennen kann. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. So, und jetzt können wir die mal hier so ein bisschen aufleveln. Zack. Robinson. Morgan. Ja, die müssen eigentlich alle blau werden, ne? Zack. Robinson. Zack. Und die Peterson, also die sind ja jetzt noch Rekrut, die sind noch nicht hoch genug. Aber die werden dann alle blau. Die beiden noch. So, und wir brauchen einen zweiten Kriminalwachtmeister, ne? Vielleicht wird auch einer hier Kriminalwachtmeister. Sie hat da schon 2 von 3. Ich glaube, die Charlotte Peterson wird Kriminalwachtmeisterin. Oder vielleicht finden wir auch eine fertige, weil jetzt haben wir das alles so schön zugewiesen, ne? Nehmen wir die hier. Oder den hier, Connor Edwards, der wird jetzt zweiter Kriminalwachtmeister. So. Schafft ihr das alleine? Oder muss ich helfen? Alles klar. Auf dem Weg. So viel dazu. Verdächtige Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. Ach, das ist. War der Scheiß, ne? Auf dem Weg zum Tatort. Irgendwie geht das nicht. Unterwegs zum Tatort. Bereit. Ah, hier ist es besser. Ne, irgendwas muss man da. Nee, hier hat es geklappt. Ist ja lustig. Bereit. Zurück zum Hauptquartier. Wie kann ich helfen? So. Gut. Was ist hier los? Ach, das. Da brauchen wir einen ihn hier. Ermittler sind unterwegs. So, Connor. Ja? Das ist unser nächster Kriminalwachtmeister. Der braucht halt nur erstmal Aufträge, damit er leveln kann, damit wir ihm das wirklich so zuordnen können. Tatort ist gesichert. Starte die Ermittlungen. Sonst schicken wir ihn hier mal runter. Kann ja nichts passieren, ne?
Gut, Leute, wir machen hier nochmal ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit an Bord bei Police Tactics Imperio. Macht es gut, bis dann.